Willkommen zurück bei Uncharted 4 A Thief's End. Wir sind auf dem Dachboden der Erinnerungen und jetzt soll ich was Lustiges machen. Ich wähle das Banjo. Yeah. Das ist kein Banjo. Here they come. Take cover. I'm surrounded. Bullseye. Take that. Right. Clip einsammeln. Bam, bam, bam. Plastik. Plastik. Nimm die Muni mit. Man weiß nie, wie viel diese Dreckskerle noch aushalten. Yeah, bring it. Like a pro. Ja, du hast noch drauf. Hä, wie hab ich das dann beim ersten Mal spielen nicht geschafft? Da hattest du es halt nicht drauf. Yeah, I'll be right there. Oh. So ein Kindskopf. So. Toys in the attic. I go crazy. Haben wir noch irgendwas zum Angucken? Nee, ne? Na, du nicht da vielleicht. Da geht's runter. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles angeguckt, oder? Am Computer war er ja selbst eben. Na dann. Schluss mit Action. Ja, my time's over. Allein das. Ich finde das Zeug Schlafzimmer da am besten. Das sehen wir jetzt, glaube ich, gleich. Oder auch sowas Bitte, hier bitte mit sehr dem. darum, das Haus in Ruhe mal anzuschauen. Das ist einfach so krass, wie gut und detailliert das alles ist. Allein schon, dass es halt hier so ausschaut. Ja, Wie das ist es ein bisschen einfach in so unordentlich einem ist, ja. Schlafzimmer ausschaut, wenn man keinen Besuch erwartet. So. Ja. Und so viel Zeug schaut aus wie ein Foto teilweise. Oh. Warte mal, wie kann man zoomen? So. Ha. Now that is a good one. Das war's erstmal. Also, Nate und Elena haben endlich geheiratet. Obwohl er nur, was? Eine 8 auf der Skala, dass er Angst hatte, dass sie tot war. Ja. Oder war es eine 6? A 6? Und das war das erste Spiel, glaube ich, mal korrekte Spiegelbilder. Hm. Ohne dass die Spiegel blind sind. Also bei denen schaut es aber schon übel aus. Aber auch wie der Wasserhahn so reflektiert und so. Verkalkt ist und so. Naja. Ja, okay, ihr seid einfach Angeber, Naughty Dog. Kann man auf die Waage auch gehen? Das ist nämlich das nächste Level von Interaktivität, während es früher so war, dieses man kann die Toilettenspülung Das kann man jetzt betätigen. hier nicht übrigens, das ist Nee, ganz kann schön man nicht, schwach. aber hier kann man dann auf die Waage gehen und dann beklagt sich die Hauptfigur, dass sie zugelegt hat. Ja, zu Steht ja aber nicht Recht. schlecht. Das ist jetzt von Elena, Is this what you're working on? das Domizil. Der ultimative Reiseführer für Bangkok, tolle Stadt übrigens. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer, Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen. Von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lak Myang-Schrein auf der historischen Ratanakosin-Insel, entdecken und probieren Sie Waren des Chatuchak-Markts. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Das war so geil, ich war ja im Februar in Thailand zum ersten Mal und auch zum ersten Mal in Bangkok. Ja. Ich guck Und nur gerade, ob da irgendwas draufsteht, ob sie den auch verfasst hat. Nee, ne? nee. Und wir waren in Bangkok am letzten Tag der Reise, nicht wie so viele, die in Bangkok landen und dann da quasi anfangen und waren halt schon komplett durchentspannt und hatten uns schon ein bisschen an die Gepflogenheiten des Landes gewöhnt und so waren dann auch schon ganz gut gebräunt. Und dann kommen wir halt in Bangkok an und hatten nur total wenig Zeit. Need to go on another vacation. Ich scroll doch mal ein bisschen durch die Bilder durch.
Und dann waren wir irgendwie in dieser Khao San Road, das ist quasi das Touristenzentrum von Bangkok. Und es hat so geil, wie wir halt dann schon komplett abgebrüht und so, ja, jetzt schauen wir uns mal diesen Touristenscheiß an, naja, ist ja gar nicht so toll, rumgelaufen sind und es saßen halt auf der Khao San Road, was halt der Touristenmagnet Nummer 1 ist, wo du halt nur übers Ohr gehauen wirst und so weiter, waren halt nur irgendwelche Lokale draußen, die von Käsweißen, Deutschen und Engländern besetzt waren, die da alle gesessen sind und Bier gesoffen haben und du hast ihn halt angesehen, diese so, jetzt sind wir erst 2 Stunden hier und schon betrunken, naja, bisher gar nicht so schlecht und wie geht's jetzt weiter? Ja. Das ist so geil zu sehen, diese typische. Boah, was haben die denn für eine Luxusbude? Die haben hier noch ein zweites Bad mit nochmal Badewanne. Ja, ja, schon gut. Und wovon haben sie das eigentlich bezahlt von ihr? Ich weiß nicht. Kann man als Schrotttaucher und Journalistin so viel Geld machen oder haben die einfach so einen miesen Kredit bekommen? Schau mal, die haben 2 Badewannen. Wie krass ist denn das? Naja, nee. Jetzt bin ich aber echt neidisch. Ich meine, wir haben jetzt auch hier in der Wohnung endlich getrennte Toilette und Badezimmer. Endlich getrennte Schlafzimmer. So, und dann jetzt hier auch die Betten auseinander und getrennte Schlafzimmer. Gibt's hier noch? Gibt's? Aber ich dachte, wir schlafen zusammen im einen. Hab ich dich nach deiner Meinung gefragt? Ah. Ja, da geht einem das Herz auf eine Klimaanlage. Und das ist das Allerwichtigste, wenn man dann Hausmann ist, immer die Klimaanlage richtig einstellen und bloß nicht. Ist da draußen gerade wer vorbeigelaufen? Ich dachte, doch, da fahren Autos vorbei, oder? Krass. Wer bilde ich mir das ein? Vielleicht ist das so ein Zauberfenster wie in Overwatch. Oh, der Müll. Was ist hier noch drauf? Pixie Puffs. Kann man das lesen? Ich kann es nicht gut lesen. Nate, don't. Thanks, eh. Wahrscheinlich ist das der Alarmanlagencode, dass man den halt nicht falsch eingeben soll, weil sonst die Alarmanlage abgeht. Jetzt geh doch mal zu Elena, die hat jetzt doch. Chilling, ich muss mir alles anschauen. Essen. Ist das Venedig? Das kommt mir total bekannt vor. Ah. Oh. Ah. Warte ich mal hier. Noch ein Badezimmer. Aber ohne Badewanne. Ja. Sag mal, Drake, geht's eigentlich noch? You were up there a long time. Oh, I was researching something. Oh, is that what we're calling it these days? I was. Hey, would you mind grabbing the food? I'm just wrapping up here. Oh, yeah, sure thing. Thanks. Jetzt hatte ich mir, was würdest du jetzt instinktiv als erstes machen? Bier? Ich bin auch, als ich das erste Mal instinktiv an den Kühlschrank und dachte halt, naja, da wäre das Essen drin. Naja, dann. Da ist auch eine ganze Menge drin, vor allem so Fast Food. Spicy Dumpling. Aber hätte man das nehmen können? Egal. Weißt du, was fleischgefüllter Dumpling auf Jiddisch heißt? Meatfield Dumpling. Treblach. Par. Choch. Ach, ich kann sogar drücken zum Trinken. Das ist. Kann man sich damit trinken? Machen wir jetzt mal. Allein schon, mein Gott. Wie dreckiges Geschirr. Diese also. Metalltextur, oder wie nennt man denn das? Der Metallshader. Ja. Ach, naja. Ich glaube, dass die Naughty Dogs... Wir spielen ihn hier ein bisschen depressiver, als er wahrscheinlich ist. Ich glaube ja, dass die Naughty Dogs in der Branche selber inzwischen total verhasst sind. Weil die alle schlecht aussehen lassen. Ja, voll. Kannst machen, was du willst, dann kommen die. Und dann müssen aber immer alle so tun, von wegen so oh, what an amazing achievement. Und gleichzeitig so die verschissene. Done. Okay. Oh. Finish it? Yeah. Oh. You know, it's probably too long and full of typos, but that's what editors are for, right? God, I'm starving. Looks good. Mm-hmm. Joe, how was your day? What? Huh? Got none of that. Oh, sorry. I'm sorry. How was your day? Oh, it was fine. Mm-hmm. Typical day in paradise. Mm-hmm. I got to pull a bunch of garbage out of a river. Hmm. Yeah. At least you got to go for a swim. Did you find any exciting garbage? Oh, some brilliant stuff. It was a early 21st century truck. Apparently the natives called it a semi. Oh, dear Lord. Okay, some boring stuff. Tell me about the article. Well, it started out as this fluff piece.
about tourism in Bangkok, but I don't think the magazine is going to like the angle that I'm taking because everyone immediately commented about how rude the smog was, that it was like shock to the lungs, like the second that you got off the plane. So I kind of took this U-turn and this elegy. Ah. What? Where are you? I'm in here being stabbed with a fork. Oh, really? What? Just keep going. It was interesting. Oh. Yeah. Interesting. What's my article about? This one? Yeah. The people of Bangkok, and the smog, and how they can't get a flight anywhere, and people can't breathe. I was in the really? Ballpark, right? In a different state, but yeah, you were in a ballpark. Jameson asked you about that Malaysia job again. Jameson always asked me about the Malaysia job. Look, Nate, I really think that you should take it. You know what? I don't want it. Really? I mean, he doesn't have the permits. And we agreed we're not going to take that kind of work anymore. It's okay, just not worth it. It doesn't sound that risky. All right? If it's just a permit. No way. You could call Sullivan. You haven't seen him in what, 2 years? Well, could we please drop this? Okay, I just don't want you to not take it because of me. I'm not taking it because of me, okay? I appreciate the gesture. It's just... I'm gonna go ahead and do the dishes. Stop, I'll do them. No, you did them last night. No, you cooked. I cleaned. It's fine. I mean, at least, let me try to earn it or something. Let me, play you for it. You'll play me for yeah, it? Yeah. Your little TV game thing. I bet I can beat your high score. You think that you can beat my high score on my TV game thing? I don't even know what it's called. I don't need to know what it's called. I've seen you play. It's right. Jumping and running, and I have a natural talent for that. Really? So what do you say, chicken? Is it a bet? Oh, wow. Okay, cowboy. Okay, watch and learn. Oh, I'm learning, all right. Das ist halt so super. Is this it? No, it has to load. Load? Yes. This is taking a really long time. You have no patience. When you turn something on, you expect it to... Okay, there we go. Crash Bandicoot. Is there a problem? No, just, how do you make it go? Push the start button. Okay, so you want to run towards the camera. Run to the camera. Du musst durch die Kisten. And the circle button is your spin attack. Okay, run away from the boulder. Why is the boulder chasing me? Just run away from it. I did nothing to this boulder. Use your spin attack. Which button? Circle spin attack. Watch that pit. Das ist jetzt aber ludonarrativ schon nicht ganz gut, was du da hinkriegst. Ne? Also, weil ich so, du bist zu gut eigentlich, bin dafür. Ja, ja sorry. Das ist ah, so. Ja, okay. Kann man die Bretter kaputt machen? Kann man die wegspinnen? Springt man drüber? Als ich das erste Mal gespielt habe, saß Jasmin daneben dazu geguckt und die hat früher Crash Bandicoot rauf und runter gespielt. Und hat mir dann auch erklärt, wie das Spiel geht. Das war halt... Crash Bandicoot war damals sensationell. Es war so ein Meilenstein für die alte PlayStation 1. Und war eins, wenn war das erste bekannte Spiel von Naughty Dog tatsächlich, für alle, die es nicht wissen. Und wenn ihr es nicht wisst, mein Gott, was habt ihr verpasst? Was wisst ihr überhaupt? Ganz kurz die Filmgeschichte von Naughty Dog in a nutshell. Irgendwas komisches, dann Crash Bandicoot war super, dann Jack and Dexter, oder? Mit drei Teilen, was noch viel superer war auf seine Art. Jetzt lauf halt mal weg. No, but I'm sure they don't wear sneakers.
Und dann wollten sie irgendwann so ein Open World Schieß- und Kletterspiel machen, about a guy in a T-Shirt, und das wurde dann Uncharted. Ja. Hey, du musst dich schon auch ein bisschen anstrengen. Du hast es echt nicht geschafft. Nee. Ich hab das. Kann man das schaffen? Ja, ich hab's, glaube ich, geschafft. What the? Wie sie sitzt da, guckt. Oh, you gotta be kidding me. I practically had it. You can give it another shot. Come on, double or nothing. My car could really use a good clean. Are we gonna start the smack talk There's now? There's this mode called easy mode. I just switch it. It's way easier on. Nope, just keep talking. Keep talking. What are you gonna do? I'm warning you. What are you gonna do? I'm warning you. In real life, what can you do? I'm Show me. What can you do in real life? What do you think about that? Hey, are you happy? Yeah, of course. You? Really? Come here. So, nach der Szene steht eine andere Entwicklerteams stehen auf und erschießen sich einfach. Ja, und mit was? Mit Recht? So, this is another level. Not open yet. We're closed. Come on, man. All right, I'm coming. Coming. Ja, Daniel hat mir gerade das Symbol gegeben, dass wir erst in der nächsten Folge aufklären werden, wer hier hinter der Tür ist und klopft. Antwort: Es ist der Telefonmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.